Ich glaube, der Krieg gegen die Drogen ist verloren. Also aktuell haben wir einen Schwarzmarkt. Da kann der Staat gerade nichts festlegen. Die Cannabis-Abhängigkeit, die produziert keine so bunten, traurigen Bilder, wo jemand unter einer Brücke schläft oder irgendwas. Es ist einfach nicht nachvollziehbar, wenn man sich anschaut, welche Gefahren gerade Alkohol hat im Vergleich zu Cannabis. Forget what you know about the usual political debate. For the 2021 German federal elections, DW is flipping the script. Voters will be at the center of the debate. And politicians will ask the questions on topics shaping the election. Like, should Germany legalize cannabis? Ich bin Max Plenert und ich denke, Cannabis sollte grundsätzlich legalisiert werden. Mein Name ist Martin Rüdiger und ich bin sehr skeptisch, was das Thema Legalisierung von Cannabis angeht. Aus der Praxis, aus der suchtherapeutischen Praxis bin ich hoch skeptisch, was das angeht. Einfach weil wir schon jede Menge Drogen auf der Straße haben und ich glaube, wir können noch gar nicht abschätzen, wie massiv die Auswirkungen werden, wenn wir weitere Stoffe freigeben. Ja, es wird immer so getan, als würden wir irgendwelche neuen Stoffe, also ja, freigeben, aber es werden jetzt nicht schon auf der Straße, beziehungsweise gerade von der Straße, will ich sie ja wegholen. Also es geht ja darum, Drogen endlich wieder unter Kontrolle zu bringen durch eine Legalisierung, weil was wir heute haben, diesen Schwarzmarkt, der auf der Straße stattfindet, zu Straßenbedingungen, das ist natürlich der falsche Umgang, mit diesen Substanzen umzugehen, die so oder so da sind, die so oder so konsumiert werden. Ja, den Punkt verstehe ich und ich glaube, vielleicht war meine Formulierung von der Straße bringen nicht das Korrekte. Ich bin ziemlich sicher, wenn es um eine Legalisierung geht, das wird die Zugangsbedingungen vereinfachen. Und wenn wir einfache Zugangsbedingungen haben, haben wir einfach am Ende mehr User. Und mehr User heißt mehr Abhängige. Und mehr Abhängige heißt mehr Suchtarbeit. Das ist für mich jetzt erstmal persönlich, könnte ich egoistisch sagen, kein Schaden. Aber das heißt mehr Leid und das heißt mehr Probleme. Ja, eine Legalisierung bedeutet halt gerade nicht, dass der Zugang leichter gemacht wird. Also ich meine, der Zugang ist jetzt gerade aktuell, gerade hier in Berlin, super leicht. Wenn man sich anschaut, was selbst in entlegensten Regionen Deutschlands quasi da an Infrastruktur existiert. Also Drogen sind da, sie sind verfügbar. Also leichter geht es gerade nicht. Und deswegen will ich ja auch gerade den Zugang nicht ausweiten, sondern ihn halt gerade in gelenkte Bahnen bringen, damit einmal der Anreiz des Verbotenen wegfällt und die Sache dann dorthin gehört, also dort sind, wo sie hingehören, in einem Fachgeschäft, wo halt auch entsprechende Beratung ist, wo auch die Qualität stimmt. Ich meine, wie viel Prozent der Drogenprobleme, die wir jetzt schon haben, geht darauf zurück, dass das Zeug halt auf der Straße ist, dass es dreckig ist, dass es mit bis zu Bleistaub gestreckt ist, dass der Wirkstoffgehalt völlig unkontrollierbar ist. Also das ist ja das Schöne dran, sobald man der Staat wieder die Kontrolle übernimmt, hat er ja ein ganzes Sammelsurium an Möglichkeiten, Dinge zu regeln. Wir haben da Altersbegrenzungen, wir haben da die Frage von, inwieweit gewisse Aufklärungsmaßnahmen entsprechend zu erfolgen haben. Ich meine, wer einen Führerschein haben will, der macht auch mal zumindest einen Crashkurs Erste Hilfe. Wer seinen Cannabis-Ausweis haben will, doch bitte mal grundlegendste Informationen, die auch schon dazu helfen. Allein das auch überhaupt mal offen kommuniziert werden kann. Dass jeder, dass Lehrer, dass Eltern, dass Menschen, die Präventionsarbeit machen, dass Polizisten einfach offen drüber reden können, was Phase ist, ohne dass immer das Damoklesschwert der Illegalität über einem schwebt. Das ermöglicht ja erst überhaupt einen Diskurs. Und das, glaube ich, ist das Wichtigste, um Drogenprobleme zu vermindern. Du, also was die Illegalität angeht, da bin ich ja ganz bei dir. Also Entkriminalisierung ist ein Thema, was uns in der Suchttherapie total umtreibt. Weil wir sehen, die meisten Leute, die wegen Drogen in Gefängnissen sitzen, sitzen da, weil sie erkrankt sind. Und Gefängnisse sind von dem, was wir in den Zahlen sehen und auch das, was wir persönlich erleben, sind nicht der richtige Ort, um dieses Problem zu lösen. Gleichzeitig, ich bin so ein bisschen skeptisch, was die Idee angeht, wir machen es legal, dann kommt es von der Straße weg
und dann reglementieren wir das. Ich glaube nicht, dass das so funktionieren wird. Ich glaube, ich kann mir gut vorstellen, dass es, wenn es ein sinnvolles und enges Reglement gibt, was meinetwegen Zugangsbeschränkungen ab 21 oder was weiß ich, das wären dann irgendwelche Details, dass der Masse der Bevölkerung auferlegt, dann wird es den Schwarzmarkt genauso parallel geben, weil der Schwarzmarkt, der normale Einstiegskonsument ist 12 oder 13 oder irgendwas und der will nach wie vor konsumieren. Ja, gleich zum Einstieg vielleicht eine Frage an euch, einfach nur zum Verständnis. Inwiefern denkt ihr, dass es eine Einstiegsdroge ist, Cannabis? Das ist so, in der Fachcommunity ist das eine lange Debatte. Und da gibt es viele Daten, die sagen, ja, es ist Einstiegsdroge. Es gibt viele Daten, die sagen, es ist keine Einstiegsdroge. Das ist so ein bisschen auch da, auf welcher Seite man am Ende steht. Also in meinen Augen gibt es keinen klaren empirischen Beweis für das eine oder das andere. Aus Fachsicht ist es ein bisschen irrelevant, weil die Langfristfolgen von abhängigem oder missbräuchlichem Cannabiskonsum, die sind so schwerwiegend, dass es egal, ob das quasi noch ein Einstieg in noch eine andere Drogenwelt ist oder nicht. Wir behandeln genauso Leute, die über Cannabis irgendwann in Partydrogen- und Heroinbereich oder so gekommen sind, die schwer erkrankt sind und die Hilfe brauchen, als auch Leute, die beim Cannabis geblieben sind und die schwer erkrankt sind und Hilfe brauchen. Ja oder nein, die Gefahr von Cannabis wird unterschätzt. Ja, also das würde ich auf jeden Fall sagen. Und das ist auch was, was ich so in der täglichen Arbeit einfach sehe. Natürlich, wir haben nach wie vor weniger reine Cannabiskonsumenten in der Therapie, als es Klienten mit anderen Abhängigkeiten sind. Aber das liegt weniger an dem geringen Schädigungspotenzial, sondern das liegt häufig daran, dass das, also aus meiner Sicht, hat Cannabis ein ähnliches Risiko wie eine Alkoholabhängigkeit, was darin besteht, dass die sich sehr, sehr langsam entwickelt. Also wer jetzt anfängt, Heroin zu konsumieren, der ist relativ schnell abhängig und der hat relativ schnell entsprechende Folgen. Und es gibt relativ schnell messbare Probleme, mit denen man irgendwie umgehen muss. Das ist beim Cannabis nicht so. Das dauert sehr, sehr lange, wie auch die Alkoholabhängigkeit. Und wenn dann erstmal die ersten Abhängigkeitsfolgen da sind, dann hat man mitunter 10, 20, 30 Jahre Konsum hinter sich und kriegt die Probleme, die sich daraus entwickeln, gar nicht mit der Abhängigkeit und mit dem Stoff in Verbindung. Also wenn jemand mit Mitte 40 nach 25 Jahren Konsum immer depressiver wird, immer schlechter schläft, immer weniger Lust hat auf Dinge, was auch immer, dann kommt er häufig nicht drauf, wenn er schon 20 Jahre raucht oder wie auch immer er es halt inhaliert hat, dass das was damit zu tun haben könnte. Das heißt, die Leute gehen dann zum Psychotherapeuten oder die Leute machen was auch immer, um damit umzugehen und kommen meistens nicht darauf, dass sie abhängig sind und dass sich daraus die Probleme ergeben. Und das ist was wir immer wieder sehen. Also gerade die Gefahren von Cannabis sind vermutlich eine der Sachen, die weltweit mit am besten erforscht sind. Also es gibt vermutlich kaum ein Medikament, das bezüglich allen nur irgendwie denkbaren Risiken und möglichen Schädigungen so systematisch durcherforscht wurde in den letzten Jahrzehnten, weil viel Drogenforschung schlicht und ergreifend nur diesen Auftrag hatte, finde Gefahren über Cannabis. Weil das war das, was politisch gewollt war und das, was finanziert wurde. Es gibt gewisse Gefahren, gerade wenn es um Minderjährige geht. Aber selbst die WHO ist inzwischen so weit zu sagen, dass ein Großteil dieser ganzen auch Daten erhoben wurde unter dem Bereich der Illegalität, wo man nicht wusste, was für Dreck ist da dabei. Und die Gesamtmenge, gerade für einen erwachsenen Menschen, sind im Vergleich zu vielen, vielen anderen Risiken, die wir unser Leben eingeht, dann doch verschwindend gering. Die Gefahren werden eher gerne systematisch übertrieben. Einzelne Sachen wie zum Beispiel auch eine Psychosengefahr herausgehoben oder auch die Einstiegsdroge, ne, dass da noch irgendwo so ein Teufel irgendwie drinstecken muss in diesem Cannabis. Das ist das gleiche Zeug, was gerade aktuell wie als in Apotheken verkauft wird, wozu es durchaus Fachinformationen gibt. Und wenn man sich anschaut, was da drin steht, muss man sich schon fragen, also was da Cannabis mitunter alles zugeschrieben wird an Wirkungen, was eigentlich gar nichts mit dieser Substanz an sich zu tun hat.
Ich habe eine Frage an euch beide, und zwar, ich habe manchmal das Gefühl, dass diese Kriminalisierung von Cannabis auch so eine Stigmatisierung ist von den Konsumentinnen, die dann vielleicht eher dazu beiträgt, dass Leute, die dann vielleicht ernsthafte Probleme bekommen, sich gar nicht wirklich trauen, Hilfe zu holen, weil sie sich irgendwie für ihren Konsum schämen. Wie sieht es in der Praxis aus? Was für Einblicke könnt ihr mir da geben? Also, ich würde sagen, da ist Cannabis tatsächlich was, was man ziemlich rausheben muss, weil die Stigmatisierung ist jetzt meine persönliche Erfahrung, ist bei anderen Drogen auf jeden Fall größer. Also ich glaube, Cannabis hat so ein Stück weit dasselbe Problem wie Alkohol und auch Tabak, dass das eher in der Gesellschaft, natürlich in der älteren Gesellschaft sieht es anders aus, aber in unserer heutigen, oder jemand, der jetzt in den letzten Jahren irgendwie noch jung war, keine Ahnung, die meisten, die heute darüber nachdenken, neigen eher dazu, das zu verharmlosen. So. Also die ziehen die Grenze, ab wann jemand problematisch oder was problematisch ist zu konsumieren, eher nach dem Cannabis. Also ich habe den Eindruck, dass man da eher ziemlich stark konsumieren muss, um irgendwie in Richtung, dass Stigmatisierung ein Problem wird. Wenn es 200.000 Tote jedes Jahr in Deutschland alleine durch Alkohol und Nikotin gibt, wo die Gefahren eindeutig belegt sind und nicht umstritten, wenn aber auch Drittwirkungen für die Gesellschaft ganz dramatisch sind, von zum Beispiel mehr häuslicher Gewalt, mehr Sachbeschädigung bei Alkoholmissbrauch oder Konsum, überhaupt mehr Gewalt dadurch, was in der Regel Cannabis nicht auslöst. Ich glaube nie, da sind weder Leute dran gestorben, noch sind sie dadurch aggressiv geworden. Die schlafen eher und tanzen. Also ihr kennt ja sicherlich alle diese Zahlen. Findet ihr nicht, dass das willkürliche Politik ist, das eine so zu kriminalisieren und das andere zu sagen, Jo Mai ist halt persönliche Verantwortung, ja. Aber bei Cannabis ist es das nicht. Es ist einfach nicht nachvollziehbar, wenn man sich anschaut, welche Gefahren gerade Alkohol hat im Vergleich zu Cannabis. Dieses Signal, was da ausgesendet wird, dieser Bruch in der Logik, den einfach kein Mensch richtig erklären kann. Also es wird immer so getan, als hätte er irgendwann mal ein Rat der Weisen entschieden, was muss jetzt legal sein, was nicht. Nein, das war Willkür, das war Rassismus, das hat mit ganz vielen Dingen zu tun, aber nicht mit einem objektiven Maßstab, der sich wirklich, ja, an alle Substanzen die gleichen Parameter anlegt. Ja oder nein? Eine Kriminalisierung bewirkt mehr Schlechtes als Gutes. Ja, ich glaube, das ist so ein Stück weit der Punkt, der in der Argumentation oft vergessen wird. Also die Drogenpolitik, wie sie jetzt läuft, das ist nichts, was wir aus fachlicher Perspektive als sinnvoll erachten, weil wir sehen ja genau, dass die Leute, die wir behandeln und die häufig wegen ihrer Drogensucht mit dem Gesetz in Konflikt gekommen sind, dass denen das nicht hilft, dass das eher schlimmer macht und dass wir da uns genau den gegensätzlichen Weg, nämlich eine Entkriminalisierung, wünschen würden. Das heißt aber für mich eben nicht im Umkehrschluss, dass Legalisierung der richtige Weg ist. Was wir ja sehen, ist, dass üblicherweise, das sind schon häufiger Leute von illegalen Drogen, die über die Jahre so eine schwere Drogenabhängigkeit entwickelt, dass sie in vielen Fällen kriminell werden. Da geht es meistens um Beschaffungskriminalität, da geht es um Dealen, da geht es um Einbrüche, da geht es um Betrug, da geht es auch manchmal um Körperverletzung, aber es geht häufiger um das Erstere. Und dass die letztlich irgendwann in Gefängnissen landen, dort wird meistens weiter konsumiert. Dann kommen die wieder raus, werden sofort wieder rückfällig, straffällig, was auch immer. Und so dreht sich das Rad immer und immer weiter. Und am Ende hat man da eigentlich überhaupt nichts gekonnt. Und mal abgesehen von dem ganzen individuellen Leid, ist das auch einfach ein Kostenfaktor, der wirklich immens ist. Genau, also gerade der Kostenfaktor, das Geld, was gerade Drogenhilfe zur Verfügung hat oder was Prävention zur Verfügung hat, ist halt nur ein Bruchteil dessen, was für Repression ausgegeben wird. Wenn man sich anschaut, wie viel Polizei, Staatsanwälte, Gefängnisplätze, was da an Geld investiert wird, da reden wir von Milliarden, da reden wir von Summen. Davon würden sich die Menschen, die Prävention machen oder auch die Drogenhilfe, nur träumen. Und ansonsten, ja, stimme ich auch ganz klar zu.
persönlich bin da eher aktuell auf der Seite, dass ich sagen würde, das zu legalisieren, würde sicherlich in vielen Bereichen helfen. Auch zum Beispiel um die Strukturen, die sich rund um das Dealen, die organisierte Kriminalität, die dadurch auch finanziert wird teilweise, um das in den Griff zu kriegen, aber auch die vielen Argumente, die ja schon genannt wurden, Gesundheitsschutz und so weiter. Aber was ich am Anfang sehr spannend finde, ist, dass ja gesagt wurde, dass es eben durch die Legalisierung möglicherweise auch eine höhere Anzahl von PatientInnen gibt, die süchtig werden beispielsweise. Und da würde mich einfach interessieren, was sind denn da die Erfahrungen aus anderen Ländern und gibt es da Mechanismen, die ihr empfehlen würdet vielleicht, wenn man Schritte zu einer Legalisierung gehen möchte? Ah, es gibt inzwischen, Gott sei Dank, ja sehr viel Erfahrung. Allein die Niederlande machen das schon seit Jahrzehnten. Da hat es nicht angefangen, Hunde und Katzen zu regnen. Also das sind Sachen, ja, die sollte man sich angucken, weil wenn man legalisiert, sollte man es auch richtig machen. Also da ist auch nicht jede Variante richtig. Aber dazu gibt es Erfahrungen durchaus. Und die sollten wir auf jeden Fall entsprechend nutzen, damit man halt ja keine dummen Fehler macht, die andere vielleicht schon vor uns begangen haben. Ich halte das für eine Fehleinschätzung, dass wir mit einer Legalisierung den Schwarzmarkt abgraben. Der Schwarzmarkt muss natürlich den Markt teilen. Der muss ein paar Pfründe abgeben, aber der wird weiter an bestimmte Leute, die nämlich von der Legalisierung nicht keinen Vorteil erhalten, der wird weiter an die Leute verkaufen. Und der bringt natürlich auch ganz viel Expertise mit, die womöglich auch vom legalen Markt erstmal abgeschöpft wird. Und am Ende muss man sagen, das ist ja das Tragische, was wir als Behandler erleben. Die Cannabis-Abhängigkeit, die produziert keine so bunten, traurigen Bilder, wo jemand unter einer Brücke schläft oder irgendwas. Also die Dramatik von einer Cannabis-Abhängigkeit ist eine viel stillere, eine viel unsichtbarere und die deswegen eben nicht auf den großen Fernsehkameras landet. Die Frage ist, dass mir die Logik sich nicht erschließt, warum Legalisierung zu mehr staatlicher Kontrolle führt. Ich kann natürlich die Abgabe festsetzen, unter welchen Voraussetzungen ich abgebe, aber ich darf die staatlichen Kontrollmechanismen bei etwas Legalem nicht hochfahren. Denn Staat darf immer nur da eingreifen, wo er Kontrollrechte bekommt, wenn etwas illegal ist oder verboten ist. Eine grundsätzliche Kontrolle der Bürger wollen Sie doch wohl nicht. Also aktuell haben wir einen Schwarzmarkt, da kann der Staat gerade nichts festlegen. Weder welcher Dreck da verkauft wird, kann er nicht beeinflussen. Wir wissen nicht, wie viel da draufsteht. Wenn ich bei jeder Flasche Bier nicht wüsste, ist da jetzt Bier drin, ist da Schnaps drin, ist da irgendein Fusel drin oder so, da kann der Staat Einfluss nehmen. Er kann auch gestalterisch Einfluss nehmen, weil er natürlich Regeln definieren auch kann, wo konsumiert werden darf. Ich will auch legalen Drogen möchte ich stärker regulieren und ich möchte die Illegalität auch stärker regulieren und Einfluss nehmen, weil zum Beispiel was Werbeverbot angeht. Ich meine, was Deutschland im Bereich so Tabakwerbung treibt, das ist auch der blanke Hohn. Ich glaube, dass die Kontrolle, die darüber käme, natürlich gibt es womöglich eine stoffliche Kontrolle, die in irgendeiner Art und Weise sinnvoll ist, aber die ändert nichts daran, dass es einen parallelen Schwarzmarkt geben wird, der halt weiterhin das tut, was er tut. Und insofern ist das für mich auch, also aus suchtmedizinischer Sicht sehe ich einfach, da wird ein Markt größer werden und es werden mehr Leute kommen. Ja oder nein? In Deutschland mit der aktuellen Drogenpolitik, die wir haben, werfen wir Geld zum Fenster heraus? Nee, das kann ich, also... Ja, das Schlimme ist ja nicht nur, dass wir da viel Geld... Also wenn wir das verpulvern würden, das ganze Geld, was für Repressionen investiert wird, das wäre ja in Anführungszeichen schön. Aber wir müssen auch uns mal bewusst werden, von welchem Unrecht wir hier reden. Wir reden hier von Zehntausenden von Strafanzeigen. Wir reden hier von Menschen, die allein nur, weil sie sich für Cannabis entschieden haben, ihren Führerschein weggenommen bekommen, von der Schule geschmissen werden, Vorstrafen haben, ihre Wohnung verlieren, weiß der Teufel, was für einen Stress bekommen. Also diese ganze Repression, die hier betrieben wird. Also wenn Jugendliche, den ersten Kontakt, den sie mit der Polizei haben, ist, dass sie wegen ihrem Joint erwischt werden, eine Hausdurchsuchung bekommen. Das sind schädliche Folgen. Es gibt viele sinnvolle Projekte, die finanziert werden und die gut so sind. Aber natürlich, und da bin ich bei Ihnen vorhin schon deutlich, der Großteil unserer
suchtbedingten Schäden kommt nicht von den illegalen Drogen. Wir haben ungefähr 1000 Tote durch illegale Drogen pro Jahr und wir haben, wie Sie sagten, knapp 200.000 Tote durch unsere beiden legalen Drogen, die wir konsumieren. Insofern finde ich schon, ist natürlich die Schlagrichtung ist in ihrer Gewichtung nicht gut. Aber nichtsdestotrotz werden da drin, also innerhalb dieser Schlagrichtung, sinnvolle Projekte gefördert. Der Krieg gegen Drogen fordert ja seit vielen Jahrzehnten jedes Jahr eigentlich Zehntausende Tote, Cannabis, Kokain und viele andere. Wenn Sie jetzt sagen, naja, die Freigabe wird den illegalen Markt nicht sofort beenden, klar, das ist ein Prozess, der viele Jahre dauern wird. Was wäre denn dann die Lösung, diese vielen Zehntausenden Tote, diese massive Verwüstung, die das in vielen Ländern anrichtet, dann zu verhindern? Ich muss ganz ehrlich sagen, also ich finde das eine total gute, aber auch eine total bittere Frage. Also ich bin kein Kriminologe, ne? Aber ich beschäftige mich länger auch schon mit der politischen Dimension. Und ich habe den Eindruck, also ich glaube, der Krieg gegen die Drogen ist verloren. Also ich habe nicht den Eindruck, dass egal, ob wir einen parallelen Legalmarkt schaffen, der dann einfach noch einen Wettbewerb zwischen legalen Marktteilnehmern und illegalen Marktteilnehmern produzieren wird, was einfach dazu führen wird, meines Erachtens nach, dass es mehr Produzenten geben wird, oder ob wir es so belassen. Ich glaube nicht, dass das einen Unterschied macht. Wenn man sich die Geschichte der Sucht anguckt über die Jahrtausende, sieht man meistens, dass Sucht letztlich was mit Wohlstand zu tun hat. Je mehr es Wohlstand auf der Welt gibt, desto mehr Sucht gibt es. Und in dem Moment, wo der Wohlstand schwindet, schwindet die Sucht. Also ich glaube, das sind letztendlich die Regulationsmechanismen. Aber ich befürchte aus meiner kleinen Sicht, dass der Krieg gegen die Drogen, ich glaube nicht, dass es zu gewinnen ist. Ja, also nur zu der These, dass eine Legalisierung da nicht, also an den Märkten nichts ändern würde. Natürlich muss man das Angebot attraktiv machen. Man darf jetzt nicht höhere Preise verlangen als der Schwarzmarkt. Aber gerade in Berlin, wo jetzt ich eh meine Verfügbarkeit habe, wenn ich die Möglichkeit habe, für den gleichen Preis oder günstiger in einem Fachgeschäft eine geprüfte Qualität zu bekommen, da wird sich die große, große Mehrheit der Konsumenten, und die meisten sind über 18, den Teufel tun, weiterhin den Schwarzmarkt zu bedienen. Wie steht ihr beiden zum Recht auf Rausch? Weil das Recht auf Rausch greift ja offensichtlich bei den, wie wir jetzt schon festgestellt haben, sehr gefährlichen Drogen, legalisierten Drogen, Alkohol und Nikotin, aber beim Cannabis offensichtlich nicht, noch bei anderen Drogen nicht. Recht auf Selbstbestimmtheit, ein Grundgesetzartikel. Wie steht ihr dazu? Ja, das ist eine ganz grundsätzliche und problematische Frage, weil wenn jemand eine Drogensucht entwickelt, dann verliert, wenn man es jetzt einfach biologisch ausdrücken will, dann gewinnt quasi ein gewisser Teil des Gehirns, nämlich der nicht-rationale, der nicht-vernünftige, nach und nach gewinnt Oberhand in unserem Denken und Handeln. Und Leute brauchen häufig Jahre, um quasi diesen Prozess umzudrehen. Das heißt, es ist tatsächlich fraglich, ob jemand, der süchtig ist, vernünftige Entscheidungen bezüglich seines Konsums treffen kann. Also gerade weil auch die Verfassung angesprochen wurde, stellt sich die Frage nach dem Recht auf Rausch da erstmal nicht, weil ich meine, der Konsum von Substanzen ist ja grundsätzlich erstmal legal. Es stellt sich aber trotzdem die Frage, ob diese massiven staatlichen Maßnahmen und ein Totalverbot mit strafbewehrten Regeln, mit Polizeieinsatz, das muss der Staat ja auch erstmal erst rechtfertigen, dass er das einstellt. Ja oder nein, Aufklärung über Sucht fehlt in der breiten Bevölkerung noch immer. Also wir haben wenig offenen, ernsten Diskurs zum Thema Drogen, zum Thema Drogenmündigkeit, zu den ganzen kulturellen Regeln. Und das ist, glaube ich, auch fatal, weil ich glaube, das hat den allergrößten Einfluss auf Konsumverhalten, wenn einfach eine Gesellschaft offen, klar gewisse Regeln definiert, was ist angemessen, was ist unangemessen. Das wirkt viel stärker als irgendwelche Strafandrohungen, gerade bei Jugendlichen. Ja, da würde ich dir total zustimmen. Also ich glaube auch, es geht aus suchttherapeutischer Sicht würde es mir eher um einen gesamtgesellschaftlichen und Gesamtdrogendialog gehen. Also dass der hauptsächlich über illegale Drogen geführt wird von mehrheitlich einem Bevölkerungsanteil, der halt hauptsächlich Alkohol und Nikotin konsumiert und das, sagen wir mal, in der Gesamtmasse den Großteil der Probleme produziert, fände ich das auch viel günstiger, das in einem Abwasch quasi zu betrachten. Ja, da darf halt auch nicht wieder der nächste prologische Bruch drin sein, sonst ist die Diskussion nicht glaubwürdig. Ja. Gibt es etwas, wo ihr sagen würdet, das könnt ihr beim anderen total gut nachvollziehen, und auch etwas, wo ihr sagt, das würde ich ändern, da gehe ich gar nicht mit meinem Gegenüber?
Ja, ich meine, in einem Großteil der Bereiche sind wir uns ja durchaus einig. Es ist halt hauptsächlich die Frage, wie sieht es aus, wenn wir dann an den Markt rangehen. Aber dass gerade auch die Kriminalisierung von Konsumenten und von Abhängigen, also in beiden Fällen Unsinn ist, da sind wir uns völlig einig. Da wird man schauen müssen, da muss man auch sicherlich diskutieren. Deswegen ist ja auch wichtig, dass man auch wir da irgendwann zusammenkommen, damit wir einfach schauen können, was können wir mal ausprobieren, was sind Parameter, die vielleicht dir wichtig sind, dass man sie von vornherein beachtet. Ne? Werbeverbot bist du vermutlich auch sofort dabei. Und dann muss man halt schauen, wie man denn im Dialog vorankommt, weil so wie es ist, kann es halt einfach nicht bleiben. Sehe ich ganz ähnlich. Also was die ganze Entkriminalisierungsdebatte angeht, bin ich komplett pro. Und ich finde, da hat das portugiesische Modell eine tolle Vorreiterrolle so eingenommen. Und auch datenmäßig sieht man ja, dass es dort funktioniert. Ich glaube, dass das Framing extrem wichtig ist und halte deswegen den Begriff der Legalisierung einfach für problematisch, weil das setzt ein falsches Signal. So, das setzt das Signal, hier alles gut, ist ungefährlich, macht mal. Und das halte ich nach wie vor für höchst problematisch, weil es eben Auswirkungen hat und die sind gravierend. Also ich fand die Debatte total spannend und halte dieses Thema für unglaublich wichtig, vor allem für junge Menschen. In der Diskussion um die Legalisierung von Cannabis bzw. vor allen Dingen um die kontrollierte Abgabe von Cannabis hat man, finde ich, sehr schön gesehen, dass sich beide Debattierenden einig waren darüber, dass es unlogisch ist, Cannabis und Alkohol ungleich zu behandeln. Und ich finde, man hat auch sehr klar gesehen, dass Cannabis längst eine in der Gesellschaft angekommene Droge ist. Das sagen ja auch beide. Und diese Einigkeit fand ich gut. Ja, ich glaube, die Debatte hat super gut gerade gezeigt, wie irrational und willkürlich der Umgang mit illegalisierten Drogen in unserer Gesellschaft ist und wie viel Leid und vermeidbaren Schaden das einfach für Betroffene und alle Menschen in der Gesellschaft bedeutet. Natürlich kann ich die Argumente des Suchtsachverständigen nachvollziehen. Doch ich persönlich bin der Meinung, dass mit einer Legalisierung vor allem die Menschen, die das Cannabis tatsächlich konsumieren müssen, entstigmatisiert werden. Die Konsequenz aus meiner Sicht muss aber dann sein, dass man dafür sorgt, dass der Dealer eben arbeitslos wird. Dass derjenige, der illegal verkauft, heute nicht mehr so einfach sein Geld verdienen kann. Sondern, dass in Apotheken und lizenzierten Shops klar gemacht werden kann, wer was wie abgibt. Ich fand die Diskussion sehr interessant. Ich hätte mir noch ein paar mehr Einblicke in die Legalisierungsprojekte anderer Länder gewünscht. Ich glaube, da kann man sehr viel daraus lernen. Und das möchte ich mir im Anschluss noch mal genauer angucken. Denn gerade die Perspektive aus der Suchttherapie hat mir noch mal gezeigt, dass es dort eben noch mal Fachexpertise und Problematiken gibt, die ich bisher nicht so auf dem Schirm hatte. Und wo ich finde, dass da eine weitere Auseinandersetzung auf jeden Fall notwendig wäre. Wir brauchen Entkriminalisierung und vor allem bessere Präventionsarbeit. Und für mich ist klar, nach der Bundestagswahl muss das Thema Cannabis angegangen werden. Weil wahrscheinlich wird die Legalisierung irgendwann kommen, bald, vielleicht morgen, vielleicht nächstes Jahr. Und dann könnte man die großen Fehler vermeiden. Deswegen habe ich extrem viel mitgenommen und bin jetzt schlauer als vorher. Thank you so much for watching this episode of Flipping the Script. As we were developing this format, we reached out to you, our viewers, asking if you wanted to be part of the discussion. And you didn't disappoint. Here are some of the responses that we got.